Die DHV-News vom 14. Januar 2022. Burkhard Blinert ist neuer Drogenbeauftragter. Neues Drogenpersonal bei Grünen und SPD. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ihr habt heute die einzigartige Chance, ja einmalige Chance, vielleicht noch morgen, wenn ihr jetzt den Kanal hier abonniert, die 210.000 Abonnenten voll zu machen. Ja, die Chance wird wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommen. Also jetzt zuschlagen und abonnieren, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Dann ein Hinweis auf unser neues Format. Wir haben ein weiteres Nachrichtenformat, viel kürzer als mein ausuferndes Gelaber hier, das DHV-Update vom Kollegen Konstantin. Das kommt einen Tag vor den News in der Regel. Mal sehen, wie sich das einspielt und läuft auf allen anderen Social-Media-Kanälen des Handverbands. Jetzt haben wir sogar einen TikTok-Kanal und dann eben Facebook, Twitter, Instagram, überall laufen diese Kurznews einen Tag vor den News. Ihr könnt ja mal reinschreiben, auch hier in die Kommentare gerne für mich, wie ihr dieses neue Format findet. Jedenfalls kurz und jung. Ansonsten im Bundestag war fürchterlich viel los diese Woche. Es waren Verkomplizierungswochen im Deutschen Bundestag und bei der Bundesregierung. Zum Beispiel heißen die drogenpolitischen Sprecher jetzt Berichterstatter und dann gibt es auch gleich noch mehrere Fraktionen davon im Gegensatz zu vorher. Und die Bundesdrogenbeauftragte heißt jetzt Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen. Ja, also Hauptsache nicht einfach. Ah, fürchterlich. Aber erstmal komme ich zum ersten Thema, das nichts damit zu tun hat, nämlich unsere Spendenkampagne und der allerletzte Aufruf für die Spendenkampagne. Wir haben jetzt 166.968 Euro auf der Uhr von 4.473 Spendern. Ich habe letzte Woche noch gesagt, die haben wir noch nicht erreicht, diese Zahl der Spender, sondern nur die Summe bisher, ja, vom letzten Jahr, aber das letzte Mal waren noch mehr Spender. Das habt ihr jetzt auch souverän geknackt. Und wir haben 112% der Spendensumme erreicht. Trotzdem, ihr habt noch ein paar Stunden Zeit. Ja, also jeder Euro mehr treibt mir dann wieder den Angstschweiß ins Gesicht für nächstes Jahr, ja, diese wahnsinnig hohe Hürde wieder zu erreichen. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt noch was reinwerfen. Als neues Mitglied, Spender, bis Samstagabend, 24 Uhr, fällt die Klappe. Bis dahin zählen wir. Allerdings der Endstand dann auch erst Mitte nächster Woche irgendwann da, weil wir die letzten neuen Fördermitglieder erst ein paar Tage später einbuchen werden und erst dann ist das amtliche Endergebnis da und erst dann fangen wir auch irgendwann mal an, Mitte Februar, glaube ich, erst oder Anfang Februar dann auch die Verlosung zu machen, auszuwählen und zu verschicken und so weiter. Also der letzte Aufruf, ja, dann habt ihr Ruhe da, insbesondere die Nörgler mit dem kaputten Gedächtnis, die denken, wir würden jetzt schon seit Jahren nur noch nach Spenden fragen und immer Geld zusammenraffen und würden überhaupt nichts tun und nichts arbeiten und so, ja. Jetzt ist wieder vorbei, jetzt habt ihr erstmal Ruhe. Das ist aber jedes Mal so. Jedes Mal machen wir Weihnachten 6 Wochen Spendenkampagne und zum Ende der 6 Wochen regen sich alle nur noch auf. Naja, bis auf die, die spenden natürlich. Die freuen sich mit uns. So, jetzt aber zu den Verkomplizierungswochen im Bundestag. Fangen wir ein bisschen milder an, nämlich mit Buschmann. Letzte Woche habe ich mich ein bisschen gewundert über die ganzen Kommentare unter dem Video, die alle gesagt haben, habe ich doch immer schon gewusst, ich habe es ja von Anfang an gesagt, die haben mich nur verarscht, Cannabis wird niemals legalisiert, das ist alles nur Stimmenfang gewesen und so. Ja. Ich glaube ja eigentlich nicht, dass die das Video gesehen haben, aber sie haben es nicht verstanden, keine Ahnung. Ich habe das jedenfalls nicht gesagt, ja, sondern eher, es geht überhaupt jetzt erst los mit der parlamentarischen Arbeit. Der Betrieb fängt jetzt erst an und damit auch die Debatte um die Legalisierung. Und genau das ist jetzt auch passiert. Letztes Mal war die Aufregung ja groß über diese ganze Verzögerung. Und die SPD-Fraktion hat das gespürt, diese Aufregung, hat dann auch gesagt, so auf Twitter, wollte beruhigen und sagen, ja, der Lauterbach ist ja für die Legalisierung, da ist bloß gerade keine Zeit dafür. Und wieder fürchterliche Aufregung, ne? Jede Menge Kommentare. Also ein freundlicher eigentlich, ja, aber jede Menge davon, von wegen, ey, das geht so nicht. Und ja, Buschmann, der ja auch in dieser Kritik geraten war, als er ja noch gesagt hatte, ja, mal jetzt nicht mit der Legalisierung, ne, vor ein paar Wochen, der hat das genutzt, der hat ja da schon gesagt, Lauterbach ist zuständig, ja, was soll ich machen, er muss auf den warten.
Und dann kam halt nichts und er wollte im Prinzip das abschütteln und sagen, ja, wir sind bereit und hat dann Vorschläge gemacht. Ja, und ein bisschen ein paar Details in den Teich geworfen. Unter anderem wieder die Apothekennummer. Ja, kommt ja ständig von der FDP, dass die das in Apotheken verkaufen wollen. Warum auch immer, keine Ahnung. Scheint da der Apothekenverband bei denen auf dem Schoß zu sitzen oder was. Jedenfalls hat er aber auch gesagt, das ist auch, könnte auch noch woanders verkauft werden. Ja, da wären sie offen dafür. Also mal sehen. Und der andere Punkt, den er gebracht hat, war die Ausbildung der Verkäufer in den Geschäften. Mit dem Fokus, dass er gesagt hat, die müssen Süchtige erkennen. Ja, die müssen erkennen, wenn jemand abhängig ist von Cannabis, muss den dann beraten können, dem vielleicht nichts mehr geben, den zur Drogenberatungsstelle schicken und so weiter. Und so ganz abwegig ist das Ganze ja nicht. Na, jetzt kann man ja sagen, wie die sollen das doch verkaufen. Ja, die würde man kaum erwarten, dass die jetzt ihre ganzen Kunden nach Hause schicken. Ich weiß nicht, ob der Vergleich ein bisschen hinkt, tut er wahrscheinlich, aber ein Kneipenwirt zum Beispiel darf ja auch nicht unendlich Alkohol in die Leute reinkippen, sondern muss dann auch irgendwann sagen, ey, du hast genug für heute, ja, geh mal nach Hause. Auf jeden Fall steht die Ausbildung der Verkäufer auch im Cannabiskontrollgesetz, dass die eine Ausbildung machen müssen. Und wir vom Handverband werden ja auch in den nächsten Wochen Eckpunkte vorlegen, wie wir uns das vorstellen, die Regulierung von Cannabis, zumindest wesentliche Punkte, die für uns wichtig sind. Und da wird auch von einer Ausbildung für die Verkäufer die Rede sein. Können also gespannt sein und uns vorher schon mal was reinwerfen hier in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sollten die Verkäufer in Cannabis-Fachgeschäften optimalerweise irgendeine Ausbildung haben? Was sollten die wissen? Ja, was würdet ihr vorschlagen? Wie umfangreich soll das sein? Wie lange soll die Ausbildung dauern? Was denkt ihr euch dazu? Ja? Die Apotheker werden natürlich sagen, ja, wir wissen doch alles. Wir sind die Superpharmakologen, mehr müssen wir nicht wissen. Reicht das aus, Apothekerausbildung, um Cannabis zu verkaufen? Können auch dazu sagen. Ja, jedenfalls über den Apothekenfimmel der FDP, wenn wir nochmal reden müssen. Ja, ihr wisst ja, dass das nicht gerade unsere Marschrichtung ist. Apotheken sind nicht dafür geeignet, an Normalkonsumenten Cannabis zu verkaufen. Wir haben auf jeden Fall, es hat eine Userin so schön kommentiert, wir haben das geframed, diese Vorschläge von Buschmann, indem wir ihm gesagt haben, dass er diese Lücke genutzt hat, von Lauterbach da reingeprescht ist und eben die Debatte eröffnet hat um die Details. Und wie es aussieht, hat Lauterbach das auch gelesen und sein Social-Media-Team auf jeden Fall, ja, die haben wahrscheinlich nochmal gesagt, ey Lauti, das geht so nicht, ja, wir müssen jetzt da irgendwas machen, wir können jetzt nicht ewig den Leuten erzählen, dass du da keine Zeit für hast. Und zack, hat er einen Drogenbeauftragten ernannt, der gute Gesundheitsminister. So nach dem Sinne, soll der sich doch um die Kiffer kümmern da, dann kann ich weiter mich um die Viren kümmern. Gute Arbeitsteilung und da ist er. Burkhard Blinert ist Drogenbeauftragter der Bundesrepublik Deutschland, das Bundeskabinett, die Minister Riegel, Merkel und so weiter. Scholz. Und seine Minister haben ihn schon bestätigt. Ja, er ist das jetzt offiziell ernannt, fertig. Burkhard Blinert. Und der war drogenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion von 2013 bis 2017 im Bundestag. Und er war der Vorbereiter sozusagen, hat die ganze Vorarbeit gemacht für die programmatische Veränderung der SPD. Hat ewig gedauert, ja, wenn man es dazu überlegt. Im Wahlprogramm haben sie jetzt 2021 tatsächlich mal endlich reingeschrieben, dass sie was anderes wollen, als einfach immer nur so weitermachen. Wenigstens bis zu diesen kommunalen Modellprojekten zur Cannabisabgabe und die Entkriminalisierung der Konsumenten haben sie jetzt drinstehen gehabt. Und die Fraktion hat schon ein bisschen früher gemacht, diesen Beschluss. Ja, sind ein bisschen knapp vor der kompletten Legalisierung sind sie ja stehen geblieben. Aber immerhin für den großen Tanker SPD ein Riesenschritt nach vorne. Und das hat auch der Dirk Heidenblut, der danach im Prinzip den Job übernommen hat, auch immer wieder gesagt. Ja, die Vorarbeit hat eigentlich Burkhard Blinert gemacht. Und seitdem, seit er aus dem Amt ist, hat Burkhard Blinert auch mehrfach jetzt immer wieder bewiesen, dass er ein wirklicher Legalisierer ist. Ja, der will die Cannabis-Legalisierung. Hat es nicht im Bundestag geschafft mit seinem Direktmandat, aber was soll's, jetzt kommen wir von außerhalb, ja, sonst waren die Drogenbeauftragten eigentlich immer Abgeordnete oder fast immer, weiß nicht genau, die letzten auf jeden Fall alle vorher im Bundestag gewesen, also parlamentarische Staatssekretäre. Das ist er jetzt nicht, aber Drogenbeauftragter kann er scheinbar trotzdem werden. Bei anderen Beauftragten der Bundesregierung ist das auch eher üblich, dass es keine Abgeordneten sind. Jetzt also auch beim Drogenbeauftragten, der aber natürlich jetzt gar nicht mehr so heißt. Drogenbeauftragter, ja. Wie gesagt, ein bisschen chaotische Umstände jetzt noch bei der ganzen Ernennung, im ganzen ja, organisatorischen Umfeld. Ja. Zum Beispiel war die Verkündung auf der Homepage
Drogenbeauftragte.de. Drogenbeauftragter.de ist nach wie vor offline. Ja, ich weiß gar nicht, ob die die Domain überhaupt noch gesichert haben, weil die letzten 6 Drogenbeauftragten waren ja alles Frauen. Wahrscheinlich haben die gedacht, das kriegt sowieso nie wieder einen Mann, lass die Domain verkaufen. Jetzt müsste sie zurück ersteigern und das Ganze zurückgendern. Zum Beispiel auch das Logo. Also so gestern im Laufe des Tages haben die das verändert. Am Anfang war bei der Pressemitteilung, Burkhard Blinert ist jetzt Drogenbeauftragter, auf drogenbeauftragte.de auch noch dieses Logo Drogenbeauftragte der Bundesregierung drauf auf der Seite. Dann haben sie es ausgetauscht, jetzt steht da wieder Drogenbeauftragter. Ja, also die sind da noch mächtig am Schrauben im Hintergrund. Ja, und er heißt eben jetzt Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, nicht einfach nur so Drogenbeauftragter. Auf Twitter führt das zum Beispiel dazu, da hat er jetzt den offiziellen Account übernommen, ja, nicht mehr seinen eigenen privaten Burkhard Blinert Account, sondern den Account BDB-SD-Blinert, also Beauftragter der Bundesregierung für Sucht und Drogen Blinert. Ja, also total offizielles Kauderwelsch. Ich weiß nicht, darf ich den jetzt noch weiter Drogenbeauftragten nennen? Vielleicht mache ich das einfach, mal sehen. Auf jeden Fall ist das eine von vielen Fragen, die wir jetzt an Burkhard Blinert haben, ja, darf man das noch Drogenbeauftragter sagen? Aber zum Beispiel auch, wie steht er denn zum Eigenanbau? Ja, das war eine der viel diskutierten Fragen. Wäre natürlich schön, wenn er da auch im Boot wäre. Da habe ich aber auch kein entsprechendes Statement gefunden von ihm. Würde ich ihn gerne selbst fragen und hoffe, dass wir ihn demnächst hier im Hanfverband-Kanal begrüßen können als ersten Drogenbeauftragten, der das tut. Ja, alle anderen haben sich ja weggeduckt sozusagen. Hanfverband, nein, immer weggelaufen. Ich glaube nicht, dass Burkhard Blinert auch wegläuft für uns. Das ist auf jeden Fall ein guter. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Der war auch schon auf diversen DHV-Konferenzen. Man kennt sich. Ja, also es ist nicht so, dass man zum ersten Mal jetzt sich vorstellt. Ne? Man hat schon mal öfter miteinander gesprochen. Insofern gehen wir davon aus, dass da eine gute Zusammenarbeit stattfinden wird. Entsprechend haben wir das Ganze auch begrüßt mit Pressemitteilungen, was zu so lustigen Schlagzeilen geführt hat wie Blinert wird Drogenbeauftragter, Hanfverband begeistert. Begeistert haben wir jetzt nicht geschrieben, haben die Zeitungen geschrieben, aber wir werden auf jeden Fall auf sehr viel mehr Sachverstand treffen, als das bisher war. Insbesondere bei der letzten Drogenbeauftragten. Und die Union hat auch schon lustig reagiert darauf. Die haben dann gesagt, da wird jetzt der Bock zum Gärtner gemacht. Ja, ein Legalisierungsbefürworter als Drogenbeauftragter, geht ja gar nicht klar. Der soll doch die Drogen bekämpfen. Aber wäre natürlich bescheuert gewesen, da einen jemanden hinzusetzen, der nicht für die Legalisierung ist, wenn das im Koalitionsvertrag drinsteht. Ja, jetzt haben sie einen Legalisierer hingesetzt und das empfinde ich tatsächlich als Signal der Bundesregierung, dass sie das ernst meinen, dass sie wirklich durchziehen wollen. Haben ja auch diverse Minister jetzt auch bestätigt, ja, von nichts von wegen, das liegt auf Eis, sondern das werden wir machen. Und entsprechend ist Blinert da auch eine passende Auswahl dazu. Ja, auch wenn die Union jetzt das lieber gesehen hätte, da wieder jemand hinzusetzen, der überhaupt keine Ahnung hat vom Thema, ja, das ist eine gute Sache. Und wir haben auch sonst eine Menge neues Personal im Spiel. Ja, wir haben jetzt im Prinzip die Karten auf dem Tisch liegen. Da ist noch eine Menge passiert. Die FDP-Fraktion war ja zuerst unterwegs und hat die Frau Lüttke als drogenpolitische Sprecherin ernannt. Ja, die heißt, glaube ich, wirklich noch so, drogenpolitische Sprecherin. Und da haben letztes Mal schon alle gedacht, irgendwie, das wäre die neue Bundesdrogenbeauftragte. Ja, also die war drogenpolitische Sprecherin der FDP. Also die Mitte der Ampel quasi, von der Farbenlehre her jedenfalls. Und jetzt haben Grüne und SPD nachgezogen. Kirsten Kappert-Gonter bleibt am Ball. Die kennt ihr ja alle für die Grünen. Und Dirk Heidenblut ist weiterhin für die SPD zugange. Aber beide nur im Gesundheitsausschuss zuständig. Und die heißen jetzt auch nicht mehr drogenpolitische Sprecher und Sprecherinnen, sondern Berichterstatter. Ja, alles klar, die sind jetzt Berichterstatter für Sucht- und Drogenpolitik. Bisschen ätzend, dass das jetzt alles so irgendwie verschwiemelt wird und unklarer wird und niemand mehr so richtig den Hut auf hat. Aber immerhin, Kappert-Gonter hat sofort losgelegt. Die war nämlich gestern im Bundestag schon dran mit Sprechen, dick Rede gehalten. Und da bringen wir euch jetzt schon mal einen kleinen Ausschnitt von der erste Auftritt, die erste Rede im Bundestag zur Cannabispolitik in dieser Legislaturperiode, wenn
die Mediathek das schon online hat im Bundestag, dann zeigen wir euch das jetzt. Und auch in der Drogenpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, steht die Prävention zukünftig endlich an erster Stelle. Viele Menschen haben sich zum Teil seit Jahrzehnten dafür eingesetzt. Die Ampel macht es jetzt möglich. Die kontrollierte Freigabe von Cannabis kommt. Dirk Heidenblut hat auch bekannt gegeben, dass er weiter zuständig ist. Und das hat er viel cooler gemacht, als man das dem im ersten Moment zutrauen würde. Auf Instagram. Bitteschön. Und apropos Heidenblut, da habe ich noch ein schönes Video gefunden, das kannte ich noch gar nicht, aus dem Wahlkampf im Sommer irgendwann bei Vorwärts im Kanal, also diese SPD-Zeitung da, ja, wusste ich gar nicht, dass die überhaupt einen YouTube-Kanal haben. Da haben die beiden per Online-Konferenz sich unterhalten und auch davon kleiner Ausschnitt. Zu bekommen, also auch innerhalb der örtlichen SPD bin ich sozusagen der Cannabis-Mensch, aber das ist Thema im Wahlkampf. Ich mache das auch sehr klar, indem ich zum Beispiel für Fragen des DHV, für Veranstaltungen, die da anstehen, für Diskussionsrunden immer zur Verfügung stehe und da, wo es nicht geht, mich mit Burkhardt abstimme. Also wir versuchen wirklich zusammen da überall aufzutreten und das auch zum Thema zu machen. Es wird auch zum Thema gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, Burkhardt, aber ich kriege durchaus viele E-Mails und Postkarten. Ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass ich für dieses Thema stehe, sondern dass man insgesamt dazu eine Aussage haben will. Also es ist ein Thema. Ja, jetzt habe ich natürlich den Eigenlob-Stinkt-Ausschnitt rausgesucht, wo die sich auf den Handverband beziehen, aber auch, um euch nochmal zu zeigen, dass das angekommen ist, unsere Aktion, wo ihr mitgemacht habt, wo tausende von Mails geschickt worden sind an die Direktkandidaten in Wahlkreisen. Die beiden waren ja auch beide Direktkandidaten in einem Wahlkreis und haben entsprechend auch diese E-Mails bekommen. Vielleicht auch noch ein paar mehr als andere, weil sie bekannte Drogenpolitiker sind. Aber auch alle anderen haben die bekommen. Ja? Und von Postkarten hat er auch gesprochen, Herr Heidenblut, da ist noch eine ältere Aktion im Gedächtnis geblieben. Also das hilft, die Leute anzusprechen, sie erinnern sich dran. So, aber komplizierter, habe ich gesagt, wird es ja nicht nur der Name Sprecher, sondern zu Berichterstatter, sondern es gibt jetzt auch noch zusätzliche Personen bei beiden Fraktionen, die Bericht erstatten an ihre Fraktion in Sachen Drogen und sich da Entscheidungen abholen im Zweifelsfall in der Fraktion. Bei den Grünen ist das offenbar nun auch Linda Heidmann, die für Drogenpolitik zuständig ist. Zu ihr, denke ich mal, werden wir in den nächsten Ausgaben noch was mehr erzählen können. Jedenfalls hat sie jetzt auf Twitter auch Burkhardt Blinert gratuliert und gute Zusammenarbeit und so weiter. Ne? Haben sie alle nett gemacht. Insofern ist sie offensichtlich dafür auch zuständig und auf ihrer Homepage baut sich gerade eine Seite zusammen, wo fett Drogenpolitik oben drüber steht. Meine Themen bis jetzt vollkommen leer. Ja, man sieht, da wird gebastelt, also Baustelle überall. Und die SPD hat jetzt noch eine Berichterstatterin zur Drogenpolitik, Carmen Wegge, im Innenausschuss. Also die berichtet im Innenausschuss, aus dem Innenausschuss in die Fraktion. Heidenblut tut das im Gesundheitsausschuss. Und am Ende ja, sind die beide zuständig irgendwie. Und ja, komplizierter für uns, ja, das macht das ein bisschen schwieriger, das ganze Gesichtsmanagement hier auch bei den Bildern. Ja, also Martin voll am Rotieren deswegen. Das will man machen. Vielleicht kann man auch sagen, das ist deswegen, weil die das ganze Thema ernster nehmen und das jetzt mehrere Leute dafür brauchen, um diese ganze Cannabis-Legalisierung über die Bühne zu kriegen. Im Hintergrund diskutieren sowieso immer mehr Leute mit. Jetzt kennen wir ein paar mehr von denen, die da irgendwie mitsprechen. Und lustigerweise, als wir die Sprecherin der FDP-Fraktion vorgestellt haben, hatten wir ja ein Video gezeigt von einer Demo-Rede in München von der Ortsgruppe des Handverbands in München, die uns das Video dann zur Verfügung gestellt hat und veröffentlicht hat, darauf hingewiesen hat. Und es war jetzt wieder genau das Gleiche bei der Carmen Wegge. Haben wir rumgefragt, ja, gibt es da irgendwelches Material? Ja, Ortsgruppe München, wir haben da was. Ne? Wir haben eine Podiumsdiskussion organisiert mit den Jusos zusammen im Wahlkampf. Und wer hat die moderiert? Carmen Wegge. Also super, Ortsgruppe München, tolle Arbeit geleistet wieder. Und man sieht auch, Ortsgruppenaktivismus macht Sinn. Sogar in Corona-Zeiten haben sie noch irgendwie sowas produziert. Super. Und ja, zeigen wir euch mal einen Ausschnitt davon. Ich habe tatsächlich Freunde, die haben das mal ausprobiert. Die haben mehrere dieser Pinkeltests bekommen von einem befreundeten Polizisten und haben dann quasi bewusst in einem Abstand von mehreren Stunden aufgehört und haben dann quasi gepinkelt, um zu schauen, wie es ist. Und ich glaube, nach 24 Stunden war nichts mehr nachzuweisen bei dem Pinkeltest.
Ja, sieht man sofort, ja, das ist was ganz anderes als diese Leutchen von der CDU-CSU-Fraktion, die über Drogenpolitik im Bundestag gesprochen haben, zuständig waren zuletzt, die da super cooles Zeug erzählt haben, ja, und die garantiert keine Freunde haben, die freiwillig mal Pinkeltests ausprobieren oder zumindest denen nichts davon erzählen wahrscheinlich. Also von daher geben wir euch gleich noch einen davon. Vielleicht müssen wir in München ja mit gutem Beispiel vorangehen und auf dem Oktoberfest das Bier verbieten und dafür Graskonsum einführen. Ich glaube, dann wäre das Fest auch wesentlich friedlicher wahrscheinlich. Ja, und so geht das weiter mit Carmen Wegge. Ja, da hat jemand gleich auf Twitter kommentiert, ja, redest du denn auch mal mit dem Handverband? Ja, lass dich mal briefen von denen und so, triff dich mal mit denen. Und sie nur so, ja klar wird das passieren, get your Faust. Ja, cool, cool. Also freuen wir uns drauf. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter weg gucken, nämlich nach Oregon. Oregon ist ein toller Name von einem US-Staat, nicht so wie Connecticut. Ja, Oregon, das geht ganz gut. Da haben die nämlich jetzt die Menge verdoppelt, mit der man legal rumlaufen darf. Ja, diese Mengenbegrenzung haben sie ja doch überall, wo Cannabis legalisiert ist, dass man jetzt nicht mit Kilos rumlaufen darf als Konsument. Aber jetzt eben 2 Unzen statt 1 Unze. Das sind, 1 Unze sind 28, noch was Gramm. Also jetzt 56, irgendwas Gramm anstatt 28. Satter Aufschlag sozusagen und natürlich auch relevant dann im Vergleich wieder zu dem, was bei uns diskutiert wird. Auch bei uns wird sehr wahrscheinlich so eine Obergrenze geben, womit man rumlaufen darf als Konsument. Die Grünen haben 30 Gramm im Cannabiskontrollgesetz vorgeschlagen und alle regen sich darüber auf. Ja, viel zu viel ist ja eine Dealermenge und da kann man ja ganz viele Joints mitbauen, bla bla. Ne? Das geht ja gar nicht. Ja, in Oregon gehen auch 56 Gramm. In Malta zum Beispiel, die ja gerade jetzt das wirklich auch zum ersten Mal in Europa komplett legal gemacht haben, den Besitz einer geringen Menge, nicht nur irgendwie weggeguckt und geduldet, die haben 7 Gramm eingeführt. Oregon 56, das ist eine Hausnummer. Zu Hause darf man mehr aufbewahren, wie zum Beispiel auch in Malta. Man darf ja auch selbst anbauen, auch in Oregon. Und dann hat man natürlich mehr, auch als 56 Gramm zu Hause und darf es auch. Und wo wir gerade da sind, in Oregon, die nächste Nachricht hat damit auch zu tun. Zufällig, ich kann nichts dafür, nämlich Oregoner Forscher haben was rausgefunden über Corona und Cannabis. Ja, da gibt es ja lange schon diese Gerüchte und alle möglichen Hinweise von kleineren Studien und so weiter, dass da was dran sein könnte, dass bestimmte Cannabinoide gegen Covid helfen könnten. Und das haben die einmal mehr bestätigt. Und zwar ganz konkret die Säuren CBGA und CBDA, was Cannabigerolsäure und Cannabidiolsäure ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht das Zeug kaputt, wenn man das verbrennt. Ja, also Tütenrauchen gegen Covid funktioniert danach dann eben jetzt nicht. Schade, schade. Also ihr dürft natürlich jetzt insgesamt nicht denken, dass irgendwie möglichst viel Cannabis, auch Essen oder sonst was, jetzt irgendwie euch vor Covid schützt. Sagen die auch gleich, ja, eine Kombination macht dann Sinn, möglicherweise. Das muss noch erforscht werden, sagen die auch. Aber auf jeden Fall sind das vielversprechende Ansätze, denen die da hinterher forschen, dass Cannabinoide eben eine interessante Grundlage für Medikamente sein können. Vielleicht wissen sie irgendwann auch, dass sie sagen, hier die und die Sorte so und so zubereitet und der Menge ist gut. Bei Corona, ja, kann sein, aber so weit sind wir noch nicht. Und noch ein Blick über den Tellerrand nach weit weg und auch vom Hanf weg, nämlich nach Kanada und zum Thema Psychotherapie und diverse Substanzen, die psychische Wirkungen haben. Ja, Halluzinogene, mehr oder weniger. MDMA ist jetzt nicht so wahnsinnig halluzinogen, aber eben entaktogen, das Innere öffnend und so weiter. Jedenfalls gibt es da schon lange Versuche, inwieweit das in der Psychotherapie helfen könnte. Und diese Geschichte geht auch immer weiter vorwärts, weltweit. Ja, mittlerweile gibt es auch in Deutschland, glaube ich, Versuche dazu. Und da geht auch richtig Geld jetzt rein in die Forschung. Da steht ein Durchbruch bevor. Und ja, das zeigt sich jetzt zum ersten Mal eben auch in Kanada richtig konkret. Da gibt es jetzt eine Standardmöglichkeit der Verschreibung von MDMA, Psilocybin und anderen Substanzen, die eben solches Potenzial haben. Und das gab es zwar vorher bisher auch schon, dass man das konnte irgendwie rein rankommen, ja, als Patient, aber nur entweder, indem man an solchen klinischen Tests teilgenommen hat, bei der Forschung sich beteiligt hat als Patient,
oder durch eine Ausnahmegenehmigung, die direkt von der Ministerin unterschrieben werden musste. Ja, und das hat so ewig gedauert, dass das einfach albern war bei den Krankheitsbildern, die die Leute haben. Na, das war nicht wirklich praktikabel und schon gar nicht für mehr als ein paar Handvoll Leute. Und jetzt ist es eher so ein bisschen vergleichbar mit den Kriterien, die die Krankenkassen bei uns ansetzen, wenn sie Cannabis erstatten sollen. Das ist erstaunlich ähnlich. Es muss eine schwerwiegende Erkrankung sein, die Leute müssen austherapiert sein, andere Medikamente helfen nicht und so weiter. Aber dann gibt es eine standardmäßige Einzelfallprüfung und das muss jetzt nicht mehr die Ministerin selbst unterschreiben, sondern das rutscht eine Runde tiefer, ja, und dann werden ein paar mehr Leute davon profitieren, auch wenn die gleich sagen, das wird jetzt keine Massenverschreibung von Ecstasy werden. Ja. MDMA ist ja der eigentliche Ecstasy-Wirkstoff. Ja, das ist ein Drogenpolitisch auf jeden Fall berichtenswert, auch mal, wenn man nichts mit Hanf zu tun hat. So, und jetzt müssen wir noch mal darauf eingehen, dass natürlich Cannabiskonsumenten insgesamt an ganz, ganz vielen Stellen diskriminiert werden und auf vieles verzichten müssen, weil eben Cannabis verboten ist und sie als Konsumenten eben auch verfolgt werden. Zum Beispiel können sie nicht einfach so die Polizei anrufen, wenn sie einen Einbruch hatten. Ja, ich komme nach Hause, Tür ist aufgebrochen, aber dann haben sie noch irgendwie Pflanzen in der Wohnung stehen. Ja, besonders die selber anbauen, sind natürlich dann immer schnell irgendwie, ja, haben sie schnell ein Problem. Sobald die Polizei dann in der Bude steht, das riecht, ne, und die Pflanzen sieht oder so, dann haben wir sofort eine Strafanzeige am Hals und echte Probleme. Ja, viel mehr, als wenn man jetzt immer nur zum Dealer geht und kleine Mengen kauft. Ja, sobald man selber anbaut für sich, ist das schon eine ganz andere Nummer. Problematisch. Ja. Und auch andere Dinge, die man normalerweise so macht, sind Cannabiskonsumenten verwehrt. Ja, ein Beispiel dafür, da ist ein 60-Jähriger, der hat sich geärgert über Baulärm und hat dann die Bauarbeiter mit Eiern beworfen. Aber eben nicht die Rechnung mit seinen Pflanzen gemacht. Dann kam die Polizei, kam in die Wohnung rein und hat seine 30 Hanfpflanzen gefunden. Ja, Strafverfahren, Riesenärger. Muss man eben wirklich sich überlegen. Ja, wenn man anfängt, zu Hause Hanf anzubauen, muss man aufhören, Bauarbeiter mit Eiern zu bewerfen. Und muss man sich halt entscheiden. Ne? Nur das eine oder das andere, beides geht eben nicht. Glück im Unglück auf jeden Fall bei der Sache. Und die Polizei war der Meinung, dass es sich da nur um Eigenbedarf gehandelt hat, dass die Menge nicht für den Handel ausreicht. Also sind wir wieder letztendlich beim großen politischen Thema. Die Details der Legalisierung, auch in Deutschland. Ja, wie viel Pflanzen darf denn ein einzelner Grower haben für seinen Eigenbedarf? 30 Pflanzen, sagt die Polizei in Lüdinghausen, gehen schon klar, ja, ist Eigenbedarf. Nur damit den Eiern ist trotzdem nicht in Ordnung. Jetzt kommen noch Termine, wenn ich die Zettel hier auseinandergepflückt kriege. Ja, läuft. So, Ortsgruppen sind wieder aktiv. Ja, beginnt, kommt in die Gänge. Und womit geht's los? Oldenburg. Die machen ein offenes Online-Treffen, Sonntag, 16. Januar. Dann Dienstag, 18. Bochum, auch online. Wahrscheinlich alles online, weiß ich nicht. Hamburg, 18. ist, glaube ich, nicht online. Nochmal 18. Januar, Dienstag, Heidelberg. Auch nicht online, wie es aussieht. Aber Berlin jetzt wieder online. Mittwoch, 19. Januar, Sonntag, 23. Oldenburg, online, Hanfschnack. Oldenburg macht auch einen Hanfschnack jetzt, das war ja sonst eher so ein Hamburger Ding. Die Hamburger wiederum am 18., was ich eben gesagt habe, machen keinen Schnack an dem Tag. Dafür gibt es da noch einen Hanftisch bei den Heidelbergern am Dienstag, den 25. Januar. Ich habe ja gesagt, wird eine komplizierte Ausgabe. So. Kanal abonnieren habe ich am Anfang schon gesagt, das lasse ich jetzt mal. Ja, nur mit der Glocke habe ich nicht erwähnt, da müsst ihr die Glocke noch drücken, wenn ihr Abonnenten seid. Und ansonsten natürlich das Video hier liken. Mal das Update angucken auf unseren anderen Kanälen. Ja, hier mal schreiben, was ihr davon haltet. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Mal sehen, ob wir da noch mehr Personal haben und noch mehr Bewegtbilder reinkommen von denen. Jedenfalls wird es jetzt spannend mit der ganzen Cannabis-Diskussion. Und vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal einen Zeitplan rein, wie das weitergeht. Naja, ihr wisst schon, was jetzt kommt. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.